Country Café oder so. Direkt an der Kuhweide mit wunderbarem Blick auf die Stadt. Sie sehen jetzt die Minecraft WG. Minecraft WG. Ich wollte gerade sagen, es muss so ein Jingle kommen. Jetzt werden aber auch gleich alle Sachen abgeschlossen, ne? Wir haben nicht, bitte nicht Rasaluja, das ist so. Oh Gott, ich kenne sie erst, ey. Ich finde das gut. Also, dem gefällt das. Ja, wir haben uns hier angefangen, weil ich das Café bis jetzt noch nicht gezeigt hatte. Deswegen haben wir hier mal angefangen. Das hat da melden sich meine Flöhe. Fee, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gebaut. Mit den Bierbänken hier. Ja, noch ein Maß Bier. Fanny, dein Einsatz. Was soll das hier sein? Mein Einsatz? Das ist dein. Ja. Das ist das Sonnen. Noch mehr Bier und dann musst du machen, was du gerade auch gemacht hast. Was hab ich denn gemacht? Die Markise. Ach so. Ja. Hallo! Er kotzt Holz! So. Habt ihr alle noch was zu tun oder ich würde an meinen Labyrinth einfach weiterbauen? Ich habe keinen Plan, was ich bauen soll. Mir fehlt die Muse. Dann helft doch Lucantra oder Fee, weil die bauen beide irgendwas. Was baut ihr denn? Oder ich baue irgendeine Eisenbahn zum Königreich weit, weit weg. Oh, ja, ich fühle mal kurz, was Lucantra hier baut. Ich weiß noch nicht, was es genau werden soll, aber es sieht. Ah, oh Mann, was mache ich hier wohl? Grundstücke. Hast du eine Kamera in der Hand? Grundstücke, nur ein bisschen höher. Ich habe eine Kamera in der Hand. Die Dreckkamera. Die Dreckkamera. Die Geräusche macht. Oh, hier sind Zombies. Ich glaube, in seinem Tower sind Zombies. Ja, der ist nicht hell genug. Oh, ja, da ist er. Ich lasse ihn da drin. Das nicht, das ist doch der Kevin. Bam! Jetzt hast du den Kevin umgebracht. Ja. Naja, da taucht ein neuer Kevin auf. Kevins. Leicht. Kevin war gerade allein zu Hause. Ja. So, jetzt geht's noch. Der heißt Kevin. Der heißt Kevin. Ja, heißt er. Mann, scheinbar. Das ist aber charmant. Zumindest hat er es dran geschrieben. Ach, der ist Kevin, ja? Der heißt Kevin. Aha, so wie Kevin allein zu Hause oder was? Mann, was denn das für ein Name? Ist ja voll der Ostname, ey. Der vollen Ostname. Ja, so wie heutzutage Jacqueline. Sagt man, wenn man sein Jacqueline nennt, ist man Hartz IV. Jacqueline, ja. Oder Marie-Louise. So, jetzt gucken wir mal, was der Fanny noch hier hinten baut. Der baut schon wieder abseits irgendwelchen Mist. Übrigens. Oh, du hast meinen Boden geklaut. Was ist dein Boden? Mein. Wieso? Ja, so wollte ich, habe ich auch schon mal einen Boden gemacht. Achso, ja, wollte ich posten. Was soll das für ein Haus werden? Der Working-Haus. Einfach, ja, genau. Irgendwie so. Okay. So, bevor dann übrigens irgendjemand flamet, das war gerade Sarkasmus. Also, das ist ein durchaus legitimes Stilmittel und ist nicht immer alles ernst gemeint. Was? Du meinst nicht immer als ernst, was du sagst? Nein, du etwa? Ich bin enttäuscht von dir. Nö, ich auch nicht. Du hast irgendwas geschrieben, Rio, in irgendeinem Kommentar, von wegen Fernsehen. Erzähl. Fernsehen? Ach so, ich habe im Kommentar geschrieben. Was habe ich denn da geschrieben? Irgendwas, weiß ich nicht, mit Fernsehen halt. Ja, das war halt so ein Gag-Kommentar, das mache ich ja öfter mal, so ein Kommentar dahin schreiben, so nach dem Motto, hier gibt es diesmal keinen ersten, aber ich freue mich, dass ich im Fernsehen war oder sowas, habe ich da, glaube ich, geschrieben. Hä? Ja, der Rio spammt meinen Kanal voll mit irgendwelchen komischen Kommentaren. Richtig. Kannst du es wagen? Wie ich es wagen kann? Ich weiß ja nicht, weil mich noch niemand aufgehalten hat. Recht. Ach so. Mit dem Recht des Stärkeren. Mit dem Recht des Lauteren wohl eher. Das auch. Jetzt verständlich. Ich habe letztens bei Fee einen Kommentar im Kanal gepostet, aber sie hat mir nicht zurückgeschrieben. Was? Du hast einen Kommentar gepostet? Ja, ich habe geschrieben, wie kannst du es wagen, ohne mich in die Sauna zu gehen? Ach so, ah, stimmt. Ich habe es registriert, aber ich habe irgendwie vergessen zurückzuschreiben. Es tut mir ja so leid. Ja, genau. Weißt du, wisst ihr nämlich, wie das hier abläuft? Hier ist nämlich alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und wenn die Kamera aus ist, dann stecken sie mich zurück in meinen Kerker und dann denken sich nur, ja, Rio, du Arsch, du bist nur der Quoten. Kaspar. Rio. Kaspar, Blödmann. Rio. Du bist nur der Quoten-Rio, genau. Genau, den braucht man.
Dich haben wir nur genommen, weil du klingst wie eine wunderschöne Stadt und irgendein Kinofilm mit Vögeln. Genau. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich dich nur angeschrieben, weil du zu dem Zeitpunkt mehr Abonnenten hattest als ich. Wahrscheinlich. Aber das ist auch der Grund, warum ich Fee angeschrieben habe. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, so tickt der Wasser. Ja, ja, voll der Geschäftskerl. Hm. Aber es hat ja gepasst. Total. Das Schöne ist jetzt, ihr wisst ja nicht, ob ich das ernst gemeint habe oder ob es nur Spaß ist. Du hast das bestimmt ernst gemeint. Natürlich hast du es. Du bist so berechnet. Du kennst, ja, du bist. Er ist auch, vor allem ist er auch berechenbar. Ja, findest du? Macht ja. Aber nicht. Dann bist du der Erste, der mich berechnen kann. Du andersrum ja, bist das mit, andersrum einfach mit der Relativitätstheorie. Jetzt profitieren wir nämlich nur von dir, weißt du? Genau. So sieht's nämlich aus. Ja, das macht ja nichts, könnte ja. Ich kann euch einfach rausschmeißen, wenn ich es nicht mehr wollte, aber. Ja. Ich aber will dich nicht mehr. Ich brauche Blätter, bringt mir Blätter. Das gebe einen großen Aufschlag. Ja, es wäre komisch, ne? Ich muss euch nacheinander rausschmeißen. Immer so ganz schleichend, ne? Genau. Aber das würde ja auch nicht funktionieren, weil wir so zusammen. Egal. Ja, nee, ist klar. Wollen wir schlafen gehen? Nö, jetzt nicht. Jetzt, warum liegt Schmunzelfee eigentlich so abseits? Wieso abseits? Wo ist sie denn? Ja, nein, ich rede gerade von der Oase der inneren Ruhe. Also später. Schmunzelfee liegt da voll abseits. Die ist halt später, die ist später dazugekommen. Das wurde achso, angebaut. Deswegen kriegst du die Außenseiterposition. Deshalb muss ich zum Arsch der Welt. Ja, irgendeiner muss halt immer die schlechten Plätze kriegen. Das ist halt so. Ach, vielen Dank. Lykantra hat das zugewiesen. Was? Jetzt ist Lykantra schuld, oder was? Ja. Auf deiner Oase der inneren Zufriedenheit hat Schmunzelfee so einen abseitigen Platz. Ja, das stimmt. Schmunzelfee. Das tut mir leid, ich hab nur gedacht, okay, jetzt sind wir zu fünft. Wohin kommt die Liga? Seid ihr da, oder was? Bin gleich da. Ja. Ich muss ja eh nicht schlafen gehen, macht mal. Ich hab's nicht nötig, schlafen zu gehen. Nee. Wahrscheinlich Warum nicht. Warum muss ich dann schlafen gehen? Ja, weiß ich nicht. Ich muss es wahrscheinlich nicht. Es wird trotzdem wahrscheinlich hell, oder? Oh, du bist ich ja da. Ich brauche auch nicht schlafen gehen. Wo ist denn Glas? Können wir einfach mal ins Bett gehen. Also, wir lernen, OPs müssen nicht schlafen gehen. Ich liege. Mensch, hört auf zu cheaten. Rio, du musst schlafen gehen. Ja. Da kommst du jetzt mit schlafen? Nee, ich muss so viel Zeug wegräumen. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Was ist denn Dope mit Mope? Ah ja, da gehört das hin, was ich gesucht habe. nicht Dope mit Mope. Naja, von halt. Um Gottes Willen, Dope mit Mope. Ja, wer ist ein Mope? Ich weiß nicht, wo ich meine Sachen reinräumen soll. Wo soll ich mein denn hier... Mein verschollener Bruder, Mope. Wo soll ich denn, Flint hinräumen? Hier liegt der wie im Schaukasten. Hier, gemischtes Zeug, Flint. So, weg. Ich hab keine Lust mehr. Worauf? Ja. Auf was? Schlaf jetzt endlich mal? Zu liegen. Ja, zu liegen. Ja, jetzt komm doch mal her jetzt. Also geht's doch nicht. Fanny, du musst schlafen. Fanny, du musst schlafen. Ich sag's ja, du musst schlafen, Fanny. Warum? Ja, ist so, weil es nicht hell wird. Weil wir legitime. Wir probieren das jetzt aus. Wir kommen jetzt alle hin. Fanny legt sich pennen und ich guck mal, ob ich auch schlafen. Rio liegt ja nicht mal im Bett, der steht draußen rum. Ist ja kein Wunder, dass es nicht geht. Fail. Jetzt leg dich mal hin, Rio. Hallo. Leg dich jetzt hin. Warum Epic Fail? Ich will sehen, dass das geht. Ah ja, leg dich hin. Leg dich mal hin. Wenn es jetzt Tag wird, dann hat uns Rio verarscht. Auf die Knie unwürdig. Und schmeißt aus der WG. Ja, Rio, du. Ja, geht doch. Ja, trotzdem müsst ihr mal dabei stehen. Vielleicht cheaten wir mal hier nicht so. Ja, wir können uns hier zulassen, dass der Server das so macht. Ja gut, aber du hast recht. Eigentlich sollten wir alle schlafen gehen. Ja. Darf ich mir ein Wahrzeichen bauen? Mach mal. Was, wie soll es denn aussehen? Wie eine Fee. Das ist dein Wahrzeichen. Das will ich sehen. Also bau. Nein, das möchte ich doch nicht mehr. Jetzt, hat mich, Lykantra hat mich gerade unsicher gemacht. Oh. Alles klar. Ich glaube, ich bin fertig. Na, noch ein Weg. Haben wir eigentlich noch Setzlinge? Wir haben so wenig Bäume in der Nähe. Ich hab vorhin schon welche angepflanzt. Cool. Lalalalalala. Hüpf. Oh, ich hab doch gerade erst ein Brot reingeschoben hier. Wer ist denn am Laptop und welchen Laptop piept da? Das ist einfach auch Schmunzelfee. Du bist aber nicht am Laptop. Aber irgendwas piept bei dir.
Ja, kauf mir ein neues Headset. Weil ich ja, das ist ja das okay, Headset. Mach ich. Hast du doch letztes Mal schon gesagt, dass das ihr Headset ist, deswegen. Was hättest du gern für eins? Das, was Sassel du letztes Mal erwähnt hat. Nein, ich möchte... Nein. Ich möchte eigentlich ein großes Mikrofon haben. Ich hab zwei. Du hast gerade von Headset gesprochen. Beim großen Mikrofon brauchst du trotzdem noch Lautsprecher. Also Kopfhörer. Ja, dann, das ist mir doch egal. Die Kopfhörer nehme ich mir irgendwelche von meinem Telefon oder so. Ich kann dir das Bundle empfehlen, was auch der Rio hat. Für 119 Euro gerade. Hol dir einfach eins von mir. Sag mal, ich hab eins, das kostet... Also ich dachte, da brauchst du nicht viel bezahlen, das sind immer nur so 100 Euro oder knapp über 100 Euro. Bei Thoma musst du mal gucken. Ja, da gibt's eins. Ich sag ja, so ein Bundle direkt für 119 Euro. Kriegst du direkt ein Stativ dabei. Der Rio, der Rio hat das auch, habe ich gehört. Ja, das Blue Yeti, die kann ich dir aber auch empfehlen. Ist auch ganz gut. Zum Podcasten. Ja. Weil es ist echt so, mittlerweile kotzt es mich an. Mit Headset. Den wir als nächstes ein Rode kaufen. NT1A? Weiß es noch nicht. NT1A. Also einer auf der Arbeit hat mir auch ein Mikrofon empfohlen, aber das kann ich mir nicht leisten. Wer ist denn? Alex kann sich mal was nicht leisten. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es war auf jeden Fall einige Tausend, die es gekostet hat. Ja, das brauchst du nicht. Okay. Nee, das brauch ich auch nicht. Mikro. Ich stell mal vor, du wirst mit Neumann aufnehmen, ey. Oh, das wäre so geil. Nö, wirst du kaum merken, weil alles, was du auf YouTube hochlädst, wird sowieso zu scheiße. Na gut, stimmt schon. Zack, jetzt kommen die Hater. Jetzt geht's los. So. Soundtechnisch ist es tatsächlich nicht so. Ja, das von Thomann, das da, was du hast, das ist ja auch nicht so schlecht soundmäßig. Nein, es ist wirklich sehr gut, aber es hört sich zum Beispiel live noch wesentlich besser an, als wenn du es auf YouTube hochkommst. Okay. Das Wichtigste ist eigentlich immer nur die Mische, die du daraus machst, aus dem, also mit dem Mischpult. Wenn du das gut, wenn du die Abmische gut und, ordentlich machst, dann hört sich das Mikrofon auch gut an, egal was das für eins ist. Was hast du für ein Mischpult, Rio? Ich hab keinen Mischpult. Er hat ja USB. Ja. Richtig, du brauchst auch keinen Mischpult. Nee, brauchst du ja, nicht. Ja, aber so. Für Klinko oder sowas ist es immer am besten. Mischpult. Jetzt aber genug davon. Das interessiert, glaube ich, unsere User gar nicht, dass wir für Mikrofon hier rumlabern wollen und alles. Ach ja. Meine lieben Freunde. Wo bin ich denn hier? Wie weit bin ich denn gerannt? Ich glaube, ich mache mir gleich ein pochiertes Ei. Aber bitte mal das Mikro aus, sonst ist das ja gleich so laut, wie als du deinen Tee gemacht hast. Ich hab jetzt Push the Dog.